Mit dem Teamspeak dabei ist der MacPie HB. Hallo. Der übelste Endgame Lars. Und wir wollen heute gucken, ob alles wieder funktioniert. Wir hatten ein paar Twitch-Ausfälle und ein paar Streaming-Ausfälle, weshalb leider Gottes ein paar Aufnahmen flöten gegangen sind. Aber es ist kein Problem. Wir haben nicht sonderlich viel, nur diese Grasfläche ist neu. Sprich nur Slutke in den Boiler. Wir haben eine 15er Kiste gezogen gehabt. Entschuldige mich kurz. So. Kurz die Hacken und Schlagen. Slice and Dice. Schlitzen und Würfel. Also, Unsterblichkeits-Zombie-Shit. Ja, wir haben auch geupdatet auf 1.9. Und haben aber leider das Problem, dass wir einfach Unsterblichkeits-Zombies haben. Die Frage ist natürlich, wie bekommt man diese entsorgt? Ja. Aber. Ja, so ähnlich, ja, richtig. Das geht schon. Lava. Nee, Lava sind sie immun. Gegen naja, Tränke sind sie auch immun. Das ist nichts für dich. Taumkraft. Kann ich eh nicht machen. Nee, nee, kannst du auch nicht machen. Aber ich hoffe, also habe ich keine Lust, meine Insel deswegen irgendwie die Luft zu bomben. Nee. Ich muss sie wieder einfangen. Ich kann die Hexen nicht töten. Jetzt. Ah, jetzt geht's. Grinder haben die auch nicht geplättet. Das sind die auch Drenaten. Spawner. Guck mal, ein kleiner Zombie, komm her. Ich hab irgendwie aussortieren können. Ich weiß ja, wie ich ihn aussortieren kann. Ah, die Köpferkiste. Ob ich wieder 50 Köpfe erreicht, sehr gut. Weil die sind wichtig, die 50 Köpfe. Kann ich wieder eintauschen. Gegen Kupfer. Muss immer gegen Kupfer eintauschen. Immer gegen Kupfer. Und. Weg ist der Zombie! Zombie aus Zombie. So, okay, gereinigt hier, die Maische. Ich tue das nicht immer die Köpferkiste rein. So, wir haben 43 von denen und denen. Was haben wir hier? Köpfe. 47, darf ich mir das leisten? Wir wollten bauen einen Fluid Transporter, war das glaube ich. Ne, Magma Crucible. Dafür brauche ich was aus dem Stuttgebäude und zwar Netherrack. Egal, holen wir erstmal die Kiste. Wir haben 15 Coins. So, dann wollen wir mal. Bitte keine Scheiße. Um Himmels Willen. Oh, bitte keine Scheiße. Komm, ganz oben, ganz oben. Nicht ganz oben gezogen. Zeitpunkt abwarten und. Yeah! Kiste! Ah! Warten, bis die Maschine wieder grün ist. Ansonsten bleibt sie nicht noch stecken. Okay, jetzt haben wir. Rome, Island. So. Jetzt werden wir sehen. Ob wir eine Crab-Kiste haben. Yep. Bitte kein Crab! Ah ja, okay, 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 der ist okay. Die kann man als okay einstufen. Okay, okay, okay. Was haben wir hier? 16 Burger, natürlich der Fasalien. Wir haben das Unkraut Kraft. Blast von Ace Brick, den kann ich wieder umcraften. Umkraften, vielleicht krieg ich auch was Cooles raus. Kann man auch umkraften, aber ist sinnlos, weil die krieg ich so. Damit kann man irgendwie ein bisschen Steam, Liquid Fuel Boiler Firebox. Ganz wichtig. Nochmal die beiden. Wieder 6 Kupfer. Da kann man auch einen Kraft, dann kriegt man Inbar raus. Ist gar nicht mehr so schlecht. Für den Lava Fabricator. Wieder ein paar Energiedinger, ein paar Trashcans, ein paar bisschen zum Beuten, zum Trashen. Und dann wieder ein paar Safari-Netze. Sehr gut. Ist das nicht eine Wunschkiste, die ich jetzt haben wollte, aber kein Crap.
Ah, da kriegst du die Bricks raus. Das ist gut, da kriegst du die Bricks raus. Und das hier. Nein, ich kann sie nicht umkraften. Ich kann sie nicht umkraften. Aber warte mal, die kannst du irgendwas für irgendwas nehmen. Und zwar. Warte, das. Auge. You see it all. Kann ich sogar. Nee, kann ich nicht. Ah. Oh, jetzt geht meine Bibliothek. Geil! Für Lava Pepuketto. Das war dasselbe mit den Schankgrenzen und den Dance-Kabeln. Ja, so. Aha. Mhm. Gut, das macht Sinn. Ich kann weiter unkraften. Das macht Sinn. Ich krieg ein bisschen. Wenn das jetzt immer nach Neustart ist, dass die Dance-Kabel an den Schankgrenzen nicht weiterarbeiten, in bestimmten Bereichen, dann kommt bestimmt noch ein Update. Das geht so nicht weiter. Ja, sowas ich an den Schankgrenzen verlege, um gleich das Ding auszuschließen. Ja, ne? Ja, das kannst du nicht ausschließen. So, Lava-Fabrikator, gut. Ich hab's direkt an der Schankgrenze sogar. Also gar nicht mal in den nächsten Schrank reingesetzt. Und der ganze Controller war gar nicht am Arbeiten, weil der Controller an der Schankgrenze. Aha. Aua! Ein illegaler Zombie! Sie haben ihre Einreisepapiere nicht. Wollte ich gerade gucken. Okay, wir können den Magma-Großebisch mal besser bauen. Weil wir nicht auf das Netz direkt von den Loot-Gebäude warten müssen. Erstmal aktivieren, Spaß. Was ist denn hier los, Mann? Was soll denn das? Hui. Ja, die explodieren bei uns noch nicht. Die sind leider uns noch nicht das Zeug ein Stück. Ich helfe der Weile schon. Ich finde immer mehr hier, ey. Erstmal unseren Kabelsalat aufgeräumt heute. Dem ganzen. Ey, richtig Platz haben wir jetzt im Keller. Übersichtlich. Und meine Markencloud steht. Ah, die kann ich auch verkaufen, meine. Außer eine verkaufe ich noch. User joined your channel. Guten Abend. Hallo. Ein Carsten trifft bei uns hier natürlich auch im Livestream ein. Auf Gleis 2. Sie hat eine Kiste gezogen. Ja. Und? Die war, naja, ich sag mal so, es war zwar nicht die Polaria-Kiste. Es war wieder diese Harvester-Kiste. Ja. Aber ich kann den Harvester umkraften. Und kriege da mein Inbar raus. Was ich brauche? Nee, hä? Doch immer Axt krieg ich raus. Und die Inbar-Shears. Hoffentlich kann ich die Scheiße umkröpfen. Und hab ich sozusagen wieder 6 Copper von dir gekriegt? Durch die Upgrades? Ja. Das sind ja 6 Copper wert, die Upgrades. 2 Upgrades? 2x3? Copper! Dann komm ich auch mal da, hier, Wolf. Ach ja, ich kann mich auch löschen. Schon wieder? Ja. wir kommen nicht in die Witchery-Welt, die ist noch gesperrt, glaube ich, die Traumwelt. Ich habe versucht, Tranks zu nehmen, weil ich brauche diese verdorrten Karten. Nee, eigentlich ist die nicht gesperrt. Ich komme noch nicht rein, zumindest, wenn ich alle Welten sind offen. Ich habe bis jetzt keine noch. Aber ich kann gleich nochmal gucken. Kannst nochmal gucken. Also ich versuche, so. Wenn ich einen Trank nehme, versuche der Downloading Terrain, aber dann lande ich sofort wieder hier. Sehe gar nicht die andere Welt. Und ist das gut oder ist das schlecht? Das ist schlecht. Versucht es. Dann ist gut. Sofort wieder hier. Ja, Gott sei Dank, es funktioniert ja mein Stream wieder, deswegen kann ich auch wieder ordentlich streamen. Danke. Ja, bitte, bitte. Ansonsten halt, ja, fuck, was mach ich denn jetzt? Aber wie gesagt, normalerweise. Von Anfang an ist die eigentlich auch, man muss sie doch halt extra ausstellen. Ja, weil die, als letztes war sie jetzt ja auf dem alten. Ja. Ne? Und ich hab ja nichts umgestellt gestern. Deswegen wundert mich das jetzt, aber ich guck gleich mal nach. Oder, gilt ja auch als Mining-Welt, ne? Oder? Nee, ne? Ja, aber ich glaube, wir hätten die nicht resettet, weil ich glaube, nur du und Totte war da bis jetzt drin. Und wir haben uns da aufgebaut. Das ist ein riesen Reaktor und wir haben schon das Portal. Wir brauchen jetzt nur das Ritual aufs Manifest, damit wir dann als Geist zurück können. Ja. Und das wollte Was baut ihr doch für sinnlose Scheiße auf? Nein, dann brauchen wir die bitte. Ich bin auch am Überlegen, ob ich am Spawn dieses Last Millennium freigebe. Das ist ja diese Void-Welt. Ja! Und dann, also meine Idee wäre zum Beispiel gewesen, dass Leute dann dort in einen Platz, was weiß ich, 15x15 bekommen. Und da kann man eben halt was reinbauen. Was vielleicht Ticks verursacht. Ja, aber man könnte seine Claims doch auch genauso gut da verbraten, oder? Ist richtig. Würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob du in der Welt schon mal drin warst. Das ist ja nur, ja, ein, wo du raufkommst. Nur ein Void-Feld, das ist eine Void-Feld. Naja. Ja.
Da muss sich jeder einen Angel-Block mitnehmen, wenn er reingeht erstmal. Und ja, sich eine Richtung aussuchen. Ja, warum nicht? Ist doch okay, warum nicht? Da ist nur ein Villager. Und das ist cool, weil es eine Void-Welt ist und... Weil, warte ja mal. Ach, Vanessa, magst du mir einmal den Zettel da geben? Der ja hier hinter der Kerze liegt. Da leben will eh keiner, glaube ich. Genau, danke. Wunderbar. Jo. Da könnte man wunderbar Maschinen auslagern. Warte, wo ist die denn? End of Time ist das genau, so heißt die, glaube ich. Ich muss die Äxte entpacken. Kriegst mal 6 Invar, okay, das ist mal gut. 6 Invar. Das ist wieder ein Invar Gear. Das ist gut. Wo kommt da mal ein kleiner Keeper lang? Und mit der Hammerwelt würde ich auch nochmal gucken. Ist die offen? Ist da jetzt was drin? Also ich, wie gesagt, ich habe keine Welt abgestellt. Also alle Welten sind da. Aber ich weiß nicht, ob die FZ Hammer. Das war ja vorher so eine Welt, wenn ich mich da rein teleportiert habe, bin ich instant gestorben. Okay. Ja, aber die war doch gar nicht fertig. Das war doch nur eine Void-Welt oder irgendwas war da, ne? Ja, aber ja, vielleicht ist sie jetzt ja schon ausgebaut halt. Mal gucken. Vielleicht. FZ. Civilization mal. Dimension, da haben wir doch schon mal was. Bin übersichtlich eine Seite im NEI. Versuch in eine Schallplatte zu schießen und gucken. Okay, wir haben jetzt ein Skelett. Dark Iron. Vorsichtig. 1, 2, 3, 4. Ja. Vor allem, wie man da reinkommt, das muss ja irgendwas mit dem Kolossos zu tun haben. Ja, oder mit so den Fraktured Bedrock, mit den, oder Blast Bedrock, habe ich mir vorgestellt. Was ja, da, die, das sind ja richtige, ne, Strukturen auf dem Bedrock. Hast, wenn wir haben ja unsere Chunks, heben wir einmal aus bis zum Bedrock. Und ich hatte das ja auch schon, dass ich so ein Glück hatte, dass so ein Ding komplett drin war. Und du siehst richtig, dass das komplett abgeflacht ist und so ein Kreis ist. In der Mitte sind ja diese Fraktured Bedrocks ganz viele. Ah, fuck. Und, ja. Und, was hat das damit auch? Den Boden da, irgendwas. Nein, nein, nein! Last Bedrock und das ist ja nicht einfach nur optische Struktur, das hat ja bestimmt irgendwas zu denken, das sieht man ja nicht da unten, da muss ich ja schon hinbuddeln. So eine Scheiße. Sieht doch so ein. Fuck. So ein Scheiß. Komm schon, komm runter. Wunderbar, alles geht. Komm schon. Schieß mit die Schallplatte. Jawoll! Wozu brauchst du denn die Schallplatten? Willst du. Ich tu nur Schallplatten schießen. Das ist ein kleiner Sport. Willst du Schallplatten schießen? Das, ja, Schallplatten schießen. Division-Siegel, das kannst du ja gar nicht. Ins End kannst du nicht, ne? Nein. Andere Welten. Ins End? Nein. Ins End? Nein! Nein, ne? Nein! Nee, also kannst du auch nicht. Also kannst du mit dem. Nur Musik hören, ja. Abwechslung. Willst du schwatten? Du hast eine Creeper Platz gehabt. Ich habe 2 Creeper mit einem halben Herz hier unten, da Maische. Und ein Skelett-Typen. So. Ich kriege aber gerade den Skelett-Typen da nicht raus. Warte, dass er den Creeper irgendwie weggedrückt hat. Aber im Moment scheint es da immer noch Probleme mitzugeben. Die haben hier voll viele Crash-Reports ge. Jawoll! So, was haben wir hier? Okay. Wir haben 1, 2. Ich habe 3 Schallplatten geschossen. So, wie viel doppelt habe ich denn jetzt? Die verschenke ich. Die ist doppelt und die ist doppelt. Die geht da rein. Ey!
11 Stück habe ich schon, ich brauche 16. Und wie viele Plastiktabletten gibt's? Ja. Gesundheit. Bitte. Ja, genau, Gesundheit. Ich habe heute ein Video gefunden. Applied Analytics 2 Even More Storage Extreme. Okay. Sowas von übertrieben. Hier ist der Link. Falls man zu wenig Storage hat im ME. Das ist der absolute Serverschreck. Wenn du das Teil siehst. Allein was der für ein Controller baut, wie viele Blöcke. Boah, ist er verrückt. Wozu? Aber was nicht möglich ist. Und er hat den kompletten riesen Controller, den er hat, alle Blöcke mit Peer-to-Peers belegt. Okay. Das wäre was für Mini. Möglichst was macht viele der Channel da noch rauszukriegen. Nur mal so, hast du da mal wieder was gehört, oder? Noch nicht wieder von Mini. Nee, auch von Torte jetzt noch nicht. Aber Mini schon länger ja nicht. Weiß ich nicht. Das macht er nicht, weil er nicht will, der hat schon. Vielleicht kommt er ja nochmal wieder. Pause, weiß ich nicht. Ich glaube, er wollte irgendwas anderes zocken, war der letzte Stand. Oh. E-Drive? Wie viel hat er denn da hingestellt? Wie viele Mini-Drives? Ja, das muss man da her. Schluss, da baut er diesen Controller zusammen. Oder siehst du den so bei 19 Minuten oder sonstiges? Da siehst du Controller allein wieder diesen Multiblock zusammenbaut, den musst du auf spezielle Art zusammenbauen, damit das überhaupt sich verbindet alles, weil das so viele Blöcke sind und okay, dass er Strom kriegt von innen. Ja, ich sehe jetzt, er hat ja so einen Blocker mit blau, gelb, rot und ja, alles. Das sind die ganzen verschiedenen Leitungen. Die, bauen, die gehen dann nachher dann wieder zusammen in eine Leitung mit Peer-to-Peers und dann wieder raus mit Peer-to-Peers. Oh, verrückt. Aber voll übersichtlich, wenn du dir das anguckst. So ein Ding hat der Pyramidalist auch mal gebaut irgendwie. Ja. Und da ist nur Cobblestone drin, das ist alles voller Cobblestone, sagt er ja. So. Aber. Heißt, jetzt brauchen wir. Oh, wie viele Channels das sind? Das muss doch. Hey, da kann ja nichts anderes auf dem Server haben, außer das. Redstone. Ich brauch Glas. Aber echt, Alter, enorm. Nee. Was so möglich ist. Ich hab's schon fertig. Ich wusste gar nicht, dass man Controller so riesig bauen kann. Kommt drauf an, wie die sich verbinden. Glas, ich brauch Glas. Ja. Was dann? Ah, das ist eine Frosch. Aber braucht man nicht. Ich versuche die immer so klein wie möglich. Ich mach mal so ein L oder ein T oder so ein L. Ja, ich mach meistens 5x5x5, wenn ich die Materialien habe halt, ne? Ja. Versuch mal so ein Lampen, so ein Streifen. Und von dem Streifen dann wieder von den Seiten dann abgehen. Ja. Möglichst wenig. Wir haben ME-Probleme an den Schankgrenzen, was ich gestern schon sagte mit den ME und den Dance-Kabeln an den Schankgrenzen. Auch jetzt in meiner Bibliothek, was ich rausgefunden habe. Ich habe eine Bibliothek gebaut. Richtig geil. Alle Bücher werden nur in den Bookcases gespeichert. Dann kannst Sound muted. Hier braucht man nicht so viel Quatsch. Das ist mal ein bisschen uncool. Also ist es erstmal temporär deaktiviert. Geht da nicht, wie viel Millionen ME-Blöcke man braucht? Ich brauch einen. Das reicht mir, ich brauch einen. 2x2 reicht aus. Wir haben einen unsterblichen Zombie wieder, das heißt, wir müssen ihn entsorgen. Ich muss kurz abgreifen und. Weg ist er. Entsorgt! Nein, ich hab die Aufnahme noch Test genannt. Ups, ich muss wieder zurück umwenden. Stopp! So, okay. Mein Kopf. Hallo? Oh. Alles klar, jetzt weiß ich, was fehlt. Das hier unten ist falsch. Da muss Invar rein. Okay. Jetzt kommt die teure Scheiße dran. Ich muss mal einen Invar-Block kaufen, denke ich mal. Irgendwo hab ich noch Invar rumliegen. Die Äxte. Gut, da krieg ich aber nur 2 raus. Da krieg ich 6 Stück raus. Plus 2. Es reicht aus. Es reicht tatsächlich aus, meine Damen und Herren. Es reicht aus. Ja,
Inbar, ja! Die Menge tot! Aber voll quatscht mehr Inbar! Wo ist der restliche Inbar? Ich hab doch noch mehr. Ich hab zwei Abschnitte im Komma. Wo sind die hin? Ich hab die geholt. Scheiße. Ah, meine Ordnung ist zum Kotzen. Ich hab schon Tim Gear. Nein. 6 Stück. Ganz schön eine 5er-Kiste holen. Und morgen noch eine 5er-Kiste. Scheiße. Dann ist sie weg. Shit. Muss wieder. Ah! Wir brauchen nichts kaufen. Hey, wir brauchen auch noch ein bisschen. Aha! Sehr gut. Da haben wir sie. Jetzt brauchen noch zwei Eisen. Zwei Eisen. Oder doch lieber drei Eisen? Nein, zwei Eisen. Damit ich die Scheiße nicht gießen muss. Yeah. So. Lasst uns bauen. Ja! Marco Crucible, Allred hier in Start. Ja! Marco Crucible, ja! Yeah! Ja, yeah, yeah! Mach mal kurz, yeah! Schießen die Huren nur an? Scheiße. Weil der frisst viel. Der zieht viel. Ich glaube, wir müssen extra Garnitur bauen. Aber wo? Ah, hier. Machen wir es hier. Der frisst 400k, Mann. Der frisst für eine normale Zelle. Du musst ihn irgendwie ansteuern. Ah, da plötzlich dann typisch. Wir müssen ja. Ich glaube, wir müssen doch wieder diesen Ponest bauen. Den da. Also brauchen wir den da. Wir brauchen Eisen. Ah, tonnenweise Eisen. Ah, es gibt halt tonnenweise Eisen doch. Erstmal ein paar Dinger schlachten hier. Wow. Uncool. Uncool. Home Island. Und wieder raus mit mir. Haben wir draußen natürlich einen Ausnahmezustand. Überall Zeug und Hexen und total am Ausrasten und über. Wow. Okay. Komm, 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 komm. Hey, ich komme nicht weg. Ah. Klick, klick. Ah, jetzt sterbe ich, schade. Weil ich eine Million lange, 180 Jahre Entgiftung habe. Ja, geht die Entgiftung noch? Null. Konzentriere dich alle da vorne, das ist gut. Die Mobblöschung war es gerade. Auf dem Radar ist ein Skelett im Wasser. Das muss ich killen. So. Nahrung, ich kann mich nicht weiter heilen. Ich brauche Nahrung irgendwie. Nicht ruckeln, Java. Ganz langsam ran. Ran das. Ich habe natürlich keine Notnahrung, ne? Notnahrung. Super. Ich habe Notnahrung. Ich muss den Skelett-Typen da einfangen. Ich muss kurz warten. Ja. Ist natürlich ein bisschen kritisch. Oh, knappe Sache.
Ja, dann los. Chetengo, Sprung. Hab es. Und abwärts. Und nicht schon wieder. Ich muss mich jetzt regenerieren. Aua! Achso, da drin noch. Oh Gott. Wie geht's denn an der Party? So die Vernichtung her. Das Schwert reparieren. Oh Mann. Das war jetzt kritisch wieder, eine kritische Situation. Ich bin noch nicht gestorben auf der Insel. Oder? Mach mal, oder? Du bist noch einmal auf der Insel, das weiß ich. Wir haben keinen Flint. Oder doch? Das ist mehr als genug Flint. So, wir waren stehen geblieben, mach mal große Brücke. Wir wollen das bauen. Wir brauchen Eisen. Da waren wir stehen geblieben. Ja, doch so unsäglich unterbrochen. Fährst du noch an? Ja, wie ist das? Wir haben den kritischen Creeper dort, da muss weg. Ganz vor, da ist noch einer. Ah, wir haben voll. Dann Full Metal Zombie. Das haben wir gleich. Der hat einfach gnadenlos entsorgt. Mutieren. Noch ein Eisen. Drei Eisen. Ein Eisen. Und wieder Shit. 8 Punkte. Brauchen 9 Punkte, um das große zu entpacken. Am besten natürlich ist so ein Lava-Generator, wäre nicht schlecht zum Entpacken. Ich glaube, ich habe keinen mehr am Start, den ich entpacken könnte. Dann muss ich komplett neu entpacken. Also sprich, Unkraft entpacken. Ah! Ein kleiner Zombie, ein kleiner Zombie. Kein Zombie, das ist ein Pool. Okay, das haben wir hier. Wir haben immer noch 4 Invar, das ist richtig gut. Okay, Invar haben wir schon mal mit am Start, das ist richtig nützlich. Brauche ich jetzt aber unbedingt. Fuck, was mache ich jetzt? Man muss jetzt wirklich so riesige Scheiße anpacken, das heißt, ich brauche mehr Punkte. Wie die sich alle anstellen, das ist Wahnsinn. Das ist richtig gut, Mann. Das ist angenehm. Jetzt habe ich hochstabil. Ein Hochleistungszombie. Komm schon, geht doch mal kaputt. Meine Fresse. Diese Zombies sind kaputt gehen wollen. Weigert sich einfach kaputt zu gehen. Unglaublich. Unglaublich. Komm, stopp.
Komm ran, komm ran. Komm mal her, komm mal her. Okay, wunderbar. Wir haben 30 Minuten erreicht, meine Freunde. Wir machen hier